Impressum auf Instagram? Das ist die Frage, die wir ganz, ganz oft zu hören bekommen. Und in diesem Video deshalb für dich die Antwort. Musst du ein Impressum haben bei Instagram? Wo muss es stehen und wie muss es aussehen? Am Ende des Videos weißt du versprochen also ganz genau, wie du es machen musst, damit dein Instagram-Kanal rechtlich sauber ist und ein wunderbar perfektes Impressum hat. Hallo, mein Name ist Nicole Mutschke, ich bin Rechtsanwältin und ich begrüße dich auf meinem YouTube-Kanal und zu diesem Video. Wenn du Interesse an Social-Media-Themen hast und viele rechtliche Fragen, dann abonniere doch gerne meinen Kanal. Montags zu YouTube, mittwochs zu Instagram und TikTok gibt's Infos und freitags zu allen möglichen Themen, was ist rechtlich Interessantes in der Woche passiert. Ich freue mich auf dein Abo. So, jetzt wollen wir aber direkt in die Sache losgehen. Hier geht's heute um das Thema Impressum. Erstens erkläre ich dir, was ist überhaupt ein Impressum? Dann erkläre ich dir, wann du ein Impressum auf Instagram überhaupt brauchst. Ich erkläre dir auch, wo das Impressum hingehört und was gegebenenfalls rein muss. Ja, und last but not least, ganz klar, erkläre ich auch, was passiert, wenn du was falsch machst. Also, wenn du vielleicht ein Impressum brauchst, aber keins hast. Fangen wir direkt an mit der Frage, was ist ein Impressum? Ja, das ist ganz, ganz schnell erklärt. Es geht darum, dass ein Verbraucher direkt sehen kann, wer betreibt eine Webseite oder eben auch einen Account, also einen Instagram-Account. Es geht also letztlich um Verbraucherschutz. Der Verbraucher soll quasi auf den ersten Blick sehen, mit wem habe ich es denn hier zu tun. Aber wer braucht denn nun wirklich ein Impressum? Ist das alles heiße Luft oder was ist dran an diesem alle brauchen ein Impressum-Gedanken? Ah, da ist was dran. Fangen wir aber mit der guten Nachricht an. Nämlich die wirklich gute Nachricht ist, wenn du deinen Instagram-Account wirklich rein privat nutzt, dann brauchst du kein Impressum. Aber jetzt kommen wir, wie es bei Anwälten so üblich ist, dann doch zu den etwas schlechteren Nachrichten. Denn die Schwelle dazu, dass du ein Impressum brauchst, die ist ziemlich schnell gerissen. Handwerker, die zum Beispiel Fotos von ihrer Arbeit posten und damit ja auch irgendwie Werbung machen, oder Unternehmen, die irgendwelche Infos zu ihrem Unternehmen posten, die sind schon dabei, dass sie direkt ein Impressum brauchen. Influencer oder ja, Influencer-to-be, so kann man es fast auch sagen, die brauchen auch ein Impressum. Es ist tatsächlich so, dass sobald du eine gewisse Gewinnerzielungsabsicht hast, also gerne mit Instagram Geld verdienen möchtest, dann auch die Impressumspflicht schon da ist. Also du musst nicht gleich die 3 Millionen Follower haben, um dann quasi eine Impressumspflicht zu haben, sondern wenn du sagst, ja Mensch, ich bin hier zwar noch hier so mit 2 Followern unterwegs, aber das wird schon. Und ich möchte auch auf jeden Fall damit Geld verdienen und das merkt man deinem Account relativ schnell an, muss man sagen. Ja, dann ist es auch direkt so, dass du ein Impressum brauchst. Und dann würde ich dir auch direkt raten, fang nicht an zu diskutieren. Das ist relativ schwierig, da aus der Nummer rauszukommen. Das ist eher im Zweifel Impressumspflicht als keine Impressumspflicht. Also da hängst du schnell am Haken. Genau bei dem Punkt schnell am Haken möchte ich nochmal einsetzen, denn es gibt natürlich Accounts, die sind eigentlich ganz privat. Aber dann stellt sich heraus, der Accountinhaber, der hat halt vielleicht doch eine Schreinerei oder ist Anwalt oder was auch immer. Und es ist plötzlich dann doch mal das Firmenlogo dabei oder die Arztpraxis und der Arzt nutzt seinen Account dann doch mal für ein bisschen Werbung. Ja, dann ist man wirklich wieder direkt da, wo ich sage, da ist die Schmerzgrenze des Impressums super schnell erreicht. Da braucht man dann ein Impressum. Also, wenn ihr sagt, ganz privat, dann bleibt auch wirklich, wirklich ganz privat. Kein Logo posten, keine Firmenwerbung. Sobald ihr da auch nur in den Hauch der Möglichkeit kommt, da würde ich im Zweifel lieber ein Impressum erstellen. Dann gibt es aber natürlich auch einige Accounts, die jetzt vielleicht gar nicht so auf Gewinnerzielung ausgerichtet sind, aber die journalistisch-redaktionelle Inhalte veröffentlichen. Und ja, da gibt es wieder sozusagen die Besonderheit, dass die auch ein Impressum braucht. Ich glaube, ihr seht schon, im Zweifel ist ein Impressum angesagt. Also sprich, kann ich euch sagen, wenn ihr unsicher seid, dann geht das im Zweifel zu euren Lasten. Dann seid ihr selber schon unsicher, dann sind andere alle mal. Wenn ihr unsicher seid, dann packt ein Impressum drauf, damit ihr auf der sicheren Seite seid. Denn sonst, Diskussionen gehen da meistens zu euren Lasten. Was gehört denn nun in ein Impressum? Ja, das legt das Telemediengesetz genau fest. Und ich kann euch beruhigen, das Komplizierteste am Impressum ist schon die Herkunft, nämlich die Pflicht aus dem Telemediengesetz. Alles andere ist im Telemediengesetz sehr, sehr deutlich geregelt. Denn ins Impressum gehört Vorname und Nachname des Betreibers, Anschrift des Seitenbetreibers, wenn es ein Unternehmen ist, die Rechtsform, zum Beispiel GmbH, die vertretungsberechtigte Person des Unternehmens, E-Mail, Telefonnummer und Faxnummer, wenn es denn eine Faxnummer gibt. Ganz wichtig ist, ein reines Postfach reicht fürs Impressum nicht aus. Je nach Rechtsform kann es auch noch sein, dass Angaben
zum Handelsregister erforderlich sind oder vielleicht auch berufsspezifische Angaben erforderlich sind. Das sind dann aber schon die Feinheiten. Für Otto Normal Instagram-User reicht eben wirklich Name, Vorname und die entsprechenden Kontakte. Aber wir alle kennen Instagram und fragen uns immer, ja, wo hat denn Instagram das Impressum vorgesehen? Meine klare Antwort, gar nicht. Aber trotzdem müsst ihr es machen und es gibt die Zwei-Klick-Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs. Das heißt, der Bundesgerichtshof sagt, mit zwei Klicks muss man beim Impressum sein. Entweder ihr setzt das Ganze in die Bio mit einer URL, über Bitly könnt ihr die auch kürzen, oder ihr setzt das Ganze dahin, wo Website steht bei Instagram. Da könnt ihr natürlich dann direkt auch draufklicken und gelangt aufs Impressum. Dann seid ihr absolut safe. Die Rechtsprechung ist erfüllt. Mit zwei Klicks seid ihr beim Impressum. Bei der Bio ist es nicht ganz so klar. Denn ihr wisst alle, wenn man in der Bio die Seite stehen hat mit Bitly, dann kann man da nicht draufklicken. Also sprich, die Zwei-Klick-Rechtsprechung, die funktioniert da nicht so ganz. Aber da muss man sagen, es gibt noch keine Rechtsprechung, wie das zu sehen ist. Das heißt, da würde ich sagen, ein kleines Risiko, ein Müchenrisiko ist da. Aber die Welt ist nicht ganz ohne Risiken. Besser allemal, ihr macht es so, als dass ihr gar kein Impressum bei Instagram habt. Ich weiß, was jetzt einige von euch denken. Oh ja, Anwalt, bla bla bla, wen interessiert es denn schon? Was soll denn schon passieren? Also tatsächlich kann ich euch sagen, dass einiges passieren kann, denn die liebe Konkurrenz, die ist eigentlich das größte Problem. Wenn ihr nämlich ernstzunehmend auf Instagram unterwegs seid, ja, dann kommen schnell die lieben Konkurrenten und ihre Anwälte und die möchten euch gerne schreiben und tun das dann auch. Und da steht dann drin, hey, kein Impressum, das gibt Ärger und dann gibt es auch direkt die dicke Rechnung vom bösen Anwalt. Und wirklich viel machen kann man da nicht, wenn ihr gar keine Impressum-Angaben gesetzt habt und, ja, wie ihr seht, ja schnell unter die Impressumspflicht gefallen seid. Neben dem bösen Anwalt, da gibt es auch noch die Behörden. Auch die können Bußgelder verhängen und zwar richtig böse. Bis zu 50.000 Euro sind da drin. Als Zusammenfassung kann ich euch sagen, eine Impressumspflicht, die hat man auf Instagram relativ schnell. Was aber ins Impressum gehört, das ist ziemlich klar geregelt, also das ist ziemlich einfach. Schwierig wird wieder, wo man das bei Instagram eigentlich hinpacken soll. Da muss man sich vielleicht ein paar Gedanken machen, wie man es in seinem konkreten Fall am besten löst. Ja, und das Letzte, was ich euch eben nochmal sagen muss, ist, wenn ihr nicht macht. Das ist eigentlich die schlechteste Lösung, denn dann drohen Abmahnungen und Bußgelder, also sprich wirklich ziemlich üble Konsequenzen. Also da besser mal ein bisschen Gehirnschmalz ins Impressum stecken oder vielleicht mal einen Anwalt fragen. Aber das ist wirklich wichtig. Nicht teuer, nicht schwierig, aber gemacht werden sollte es. Ich hoffe natürlich, dass du durch dieses Video schon super viel gelernt hast. So viel, dass du sagst, hey, diesen Kanal muss ich abonnieren. Auf geht's! Ja, wenn du das gemacht hast, dann bekommst du jeden Montag rechtliche Infos zu YouTube. Also, wie geht YouTube rechtlich? Was muss man beachten? Das Gleiche gibt's am Mittwoch für Instagram und TikTok. Genau. Und am Freitag gibt's immer eine wöchentliche Zusammenfassung der rechtlichen Themen, die die Woche angesagt waren. Wo viele drüber geredet haben, was kurios war, was vielleicht auch hilfreich für dich ist. Also ein Kessel buntes an coolen Infos. Du siehst, es lohnt sich auf jeden Fall, den Kanal zu abonnieren. Gib mir auf jeden Fall ein Like für dieses Video, wenn es dir gefallen hat. Schreib mir ganz gerne in die Kommentare, entweder Gutes oder Schlechtes, besser Gutes. Aber ich freue mich immer über Feedback. Also ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video.